Ich will mal ein bisschen über Probleme reden. Gibt es sowas überhaupt wie Probleme? Eigentlich gibt es sowas überhaupt nicht. Wir erschaffen uns die Probleme in unserem Kopf. Und das, was wir Probleme nennen, ist einfach eine Situation, in der man eine Entscheidung treffen muss. Und meistens sind die Situationen gar nicht vor unserer Nase. Also es ist gar nicht so, dass wir jetzt in diesem Moment eine Entscheidung treffen müssen und dieses Problem quasi lösen müssen. Sondern meistens erschaffen wir Probleme in unserem Kopf. Und es geht um Situationen, die entweder in der Vergangenheit liegen oder irgendwann in der Zukunft liegen. Und wo eigentlich eine Entscheidung im Hier und Jetzt überhaupt noch keinen Sinn macht. Wir denken aber alle Möglichkeiten durch, machen uns Sorgen, bereuen etwas. Also Vergangenes bereuen wir, über die Zukunft machen wir uns Sorgen und so weiter. Wenn man aber erkennt, dass es nur das Hier und Jetzt gibt, dass die Vergangenheit und die Zukunft beides Illusionen des Verstandes sind, dann lösen sich die meisten Probleme von alleine auf, weil man wird mit der Situation dann fertig, wenn sie da ist. Also wenn sie ins Hier und Jetzt tritt, dann muss man eine Entscheidung treffen, entweder sich aus dieser Situation entfernen oder diese Situation verändern, sollte es eine unangenehme Situation sein zum Beispiel. Und diese Probleme, wie wir sie nennen, sind also Illusionen des Verstandes. Es gibt sowas wie Probleme gar nicht. Deshalb müssen wir eine Ebene darüber gehen. Mit einer Ebene darüber gehen meine ich das, was ich gerade sage. Das aus einer höheren spirituellen Sicht betrachten. Eben, es gibt nur das Hier und Jetzt, wenn im Hier und Jetzt eine Situation auftaucht, die meine Aufmerksamkeit erfordert, dann gehe ich mit dieser Situation im Hier und Jetzt um und nachdem ich mich entschieden habe, wie ich mit dieser Situation umgehe, ist diese Situation vorbei. Alles andere, worüber wir uns Sorgen machen, was gestern passiert ist oder was morgen passieren könnte, sind alles Illusionen. Und wenn wir aus dieser oberen Ebene das Ganze betrachten, sozusagen mit einer quasi ein bisschen Abstand nehmen, taking perspective quasi, nicht? Und die Perspektive verändern, dann wird diese Schwere der Probleme plötzlich verfliegen. Also die Probleme werden leichter. Also wir werden natürlich noch über Sachen nachdenken und uns Probleme erschaffen. Wir werden aber dann erkennen, Moment, mein Verstand erschafft sich gerade irgendein Problem, was eigentlich im Hier und Jetzt gar nicht zu lösen ist und was vielleicht erst auftaucht oder was bereits geschehen ist und ich es sowieso nicht mehr ändern kann. Ne? Das sind alles illusionäre Gedanken, die eigentlich nichts mit der Realität und auch überhaupt nichts Produktives an sich haben. Und wenn wir das erkennen, dann nimmt das die Schwere und dann können wir über unseren Verstand lächeln. Und können sagen, da erschafft er sich wieder ein Problem und so weiter. Und schon haben wir uns distanziert und identifizieren uns nicht mehr mit diesem Problem. Und da wir uns nicht mehr mit dem Problem identifizieren, können wir es von einer quasi anderen Perspektive betrachten. Und es ist quasi etwas, was Abstand von uns hat, was uns nicht mehr emotional berührt, was uns nicht mehr herunterzieht oder hochzieht oder was weiß ich. Also das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.